Knapp 30 grüne Aktien befinden sich in meinem Depot und investierbaren Wikifolio. Mit grüne Aktien meine ich Aktien von Unternehmen, die ein nachhaltiges Leben ermöglichen. Und mir ist es wichtig, dass diese Aktienauswahl so ziemlich jeder ganz einfach nachvollziehen kann. Ich selbst war immer genervt davon, dass wenn man sich einen ESG-Fonds anguckt und dann schaut, welche Aktien da drin enthalten sind, dass es am Ende doch ziemlich ähnlich zu allen anderen normalen Fonds ist. Deswegen habe ich das Ganze etwas anders aufgesetzt, um ein Alternativprodukt für potenzielle Anleger aufzulegen. Und in diesem Video wollen wir einmal schauen, welche Positionen sind in dem Wikifolio enthalten, welche Sektoren sind in diesem Jahr gut gelaufen und wo steht derzeit die Performance. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Moneyboxer. Mein Name ist Lennart und auf diesem Kanal stelle ich euch regelmäßig Unternehmen bzw. Aktien vor und berichte zu den News rund um das Unternehmen und der jeweiligen Branche. Heute soll es wie gesagt darum gehen, einmal in mein Gesamtdepot bzw. mein grünes Wikifolio Smart Selection Green zu gucken und zu schauen, was besonders gut gelaufen ist, welche Veränderungen ich vorgenommen habe und wie grundsätzlich meine Strategie ist. Meine Aktienauswahl richtet sich primär nach zwei Dingen. Die eine Sache ist die Branche, das heißt, das Unternehmen muss dazu beitragen, uns ein besseres Leben zu ermöglichen und die aktuelle Problematik mit dem Ausstoß von zu viel CO2 zu verringern. Und das zweite Kriterium ist, dass das Unternehmen günstig bewertet sein muss, sprich, der Wert des Unternehmens ist höher als der Preis, den wir derzeit an der Börse dafür bezahlen. An dieser Stelle deswegen auch der Hinweis auf den Disclaimer und den Haftungsausschluss. Bitte macht euer eigenes Research und seht das hier mehr als Inspiration. Und beachtet bitte, dass ich auch selbst in das Wikifolio und zum Teil auch in die Aktien investiert bin. Ich bin von diesem grundsätzlichen Makrotrend, dass wir dafür sorgen müssen, dass der CO2-Ausstoß signifikant niedriger wird, völlig überzeugt. Wir werden das als Menschheit und als Gesellschaft irgendwie hinbekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit und eine Frage, wer dann die großen Gewinner auf dem Börsenparkett davon sein werden. Und genau das ist für mich die entscheidende Frage, worin ich meine Analyse- und Recherchezeit stecke. Und dafür erstmal einen Blick in die relevanten Branchen, denn wo muss man ansetzen? Da, wo am meisten CO2 ausgestoßen wird. Und schaut man sich hier einmal die Verteilung in Deutschland an, und Deutschland ist relativ repräsentativ, weil es auch das Land ist, was in Europa am meisten CO2 ausstößt, dann sieht man, dass der größte Bereich der Energiesektor ist. Nicht verwunderlich, hier kann man also dann über erneuerbare Energien auch tatsächliche Abhilfe schaffen. Der zweite Bereich ist die Industrie. Hier wird gerade die Aktienauswahl dann schon deutlich schwieriger, Unternehmen zu finden, die dabei helfen, dass der CO2-Ausstoß dort niedriger wird. Das dritte ist dann der Bereich Verkehr. Hier gibt es natürlich sehr viele Unternehmen, auch die einem dazu einfallen. Da wird es allerdings dann schon wieder schwieriger, die günstig Bewerteten zu finden. Und der vierte Bereich ist dann Haushalt, also Wohnen. Hier geht es für mich vor allem um den Bereich Sanierung. Jetzt einmal dargestellt, wie ich das Ganze umsetze. Ich habe die Unternehmen im Depot Sektoren zugeordnet und hier einmal in einem Kuchendiagramm dargestellt. Der Energieversorgungsbereich ist der größte. Dann kommt der Bereich Verkehr und die anderen beiden noch relativ großen sind Gebäude und die Dekarbonisierung der Industrie. Wenn man sich dann ein bisschen genauer anschaut, in welchem Bereich bzw. in welcher Branche sind die Unternehmen tätig, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Den Energiesektor zum Beispiel kann man unterscheiden einmal in den Bereich Versorger durch erneuerbare Energien, das heißt Wind- und Solarparkbetreiber, dann einmal durch den Bereich Solar, sprich Hersteller von Solarmodulen oder Wechselrichtern, und durch den Bereich Windturbinenhersteller wie Nordex oder Vestas. Den Bereich Verkehr unterscheide ich in E-Mobility und Technologie für öffentlichen Personennahverkehr. Zwei komplett unterschiedliche Teile, beides relevant. Für mich ist der öffentliche Personennahverkehr aber tatsächlich eigentlich das Sinnvollste, was man im Bereich Verkehr machen kann. Deswegen schaue ich vor allem dort, was es da an interessanten Unternehmen gibt. Biokraftstoffe gehört zum Teil auch zum Bereich Verkehr, aber ein Stück weit auch zur Dekarbonisierung der Industrie. Dann haben wir noch die Bereiche Bau und Sanierung, Dekarbonisierung und nachhaltige Aktienfonds. Da ist im Prinzip ein Unternehmen drin enthalten, das ich dort einsortiert habe, Öko
World. Dann werfen wir doch einen Blick auf die Top 10 Holdings, also Positionen in dem Wikifolio. Auf Position C ist eine Sto. Sto gehört zusammen mit Steico, die sich auch im Depot befinden, zu dem Bereich Gebäudesanierung. Finde ich deswegen total spannend, weil Zement eines der größten Verursacher von CO2 ist und im Prinzip können wir aus Nachhaltigkeitsgründen gar nicht die ganze Zeit nur auf Neubauten setzen, sondern wir müssen den Bestandsbau, der da ist, energetisch sanieren. Jeder merkt es selbst bei seinen Nebenkosten, dass diese deutlich gestiegen sind. Das sollte dazu führen, dass man seine Bestandsimmobilien versucht weiter zu sanieren. Und davon sollten dann die Unternehmen profitieren, die eben Materialien anbieten für eine energetische Sanierung. Und da habe ich dann eben Steico und Sto gewählt. Sto ist das etwas günstigere Unternehmen von der Bewertung. Steico ist für mich eher der Qualitätsführer. Wenn euch ein Video etwas expliziter zu diesem Thema interessiert, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich mal ein Video über Sto versus Steico machen. Auf Platz 9 im Depot von der Größe her dann eine 2G Energy. Die machen Blockheizkraftwerke, umrüstbar auch auf Wasserstoff. Dazu habe ich kürzlich erst ein Video gemacht. Schaut euch das gerne mal an, wenn euch das näher interessiert. Auf Platz 8 dann Nordex. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Wahrscheinlich eines meiner umstrittensten Positionen im Depot. Schaut man sich jetzt hier mal den Chart der letzten Monate an, sieht man, dass mein Video vom Timing her ganz gut kam. Denn die Zahlen, die Nordex veröffentlicht hat, waren tatsächlich wieder nicht besonders gut. Aber man merkt, dass das ganze Schlechte jetzt im Preis drin sein sollte, also im Aktienkurs. Wir sehen gleichzeitig jetzt fallende Rohstoffkosten, wir sehen niedrigere Logistikkosten, wir sehen höhere Verkaufspreise. Das sieht also alles ziemlich gut aus und gleichzeitig ist der Kurs im Keller. Ganz so einfach ist es aber auch nicht, denn auch Nordex hat noch mit einigen Problemen zu kämpfen, wie zum Beispiel Verfügbarkeit von technischen Teilen. Auf Platz 7 dann die ÖkoWorld AG, ein Anbieter von grünen Aktienfonds in meinem Depot, also ein Stück weit ein Exot, weil sie eben nicht direkt selbst mit ihren Produkten eine CO2-Reduktion herbeiführen, aber es ist eine Art Hebel auf die Performance, denn wenn dieser Markt insgesamt gut läuft, dann sollte ÖkoWorld davon überproportional profitieren. Das tun sie zurzeit noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass ÖkoWorld grundsätzlich von diesem Trend hin zu CO2-Reduktion stark profitieren sollte. Und am Ende ist es einfach ein interessantes Geschäftsmodell. Ja, die Kosten für die Fonds sind mehr oder weniger dieselben, weil man seine Fondsberater oder Fondsmanager bezahlen muss. Wenn die Performance aber gut ist, sind die Einnahmen eben größer. Das heißt, da kann ein stattlicher Gewinn anfallen. Die Position bleibt also auf jeden Fall bei mir im Depot, auch wenn es vielleicht noch eine Weile seitwärts laufen wird. Auf Platz 6 dann Energiekontor. Energiekontor baut und projektiert Wind- und Solarparks, verkauft sie dann und nimmt sie zum Teil in den Eigenbestand und verkauft dann den Strom über Stromabnahmeverträge, also sogenannte PPAs, Power Purchase Agreements. Energiekonto gehört für mich zu einem der Basisinvestments in dem Bereich der erneuerbaren Energien. Das Interessante bei Energiekonto noch so als zusätzliche Fantasie ist, dass die Gründer und Hauptaktionäre mittlerweile schon in einem stattlichen Alter sind und es halt so eine inhärente Übernahmefantasie gibt. Energiekonto könnte einfach ein interessanter Übernahmekandidat sein von den klassischen Energieversorgern oder Ölfirmen. Deswegen ist es nochmal so eine zusätzliche Fantasie. Auf Platz 5 dann die Funkwerk AG, eines der Unternehmen für den Bereich Digitalisierung öffentlicher Personennahverkehr bzw. Schienenverkehr. Auch ein bisschen die größte Enttäuschung in dem Depot dieses Jahr. Ich finde Funkwerk aber ziemlich unterbewertet, werde also hier gegebenenfalls sogar nochmal nachkaufen. Mein Video dazu verlinke ich euch oben auch in der Infokarte. Auf Platz 4 dann SolarEdge, Wechselrichterhersteller aus den USA. Und in meinem letzten Video habe ich SolarEdge mit Enphase und mit der SMA Solar aus Deutschland verglichen. Und da muss ich mich kurz selbst loben. Der Trade hat auch sehr gut geklappt. Kurz vor den Zahlen von SolarEdge, nachdem sie wirklich ein paar Wochen runtergekommen sind, einzusteigen. Und jetzt nach den Zahlen hat SolarEdge wirklich eine kleine Rallye hingelegt, habe ich diese zusätzlich gekauften Stücke wieder verkauft. Aber ihr seht ja, die Position ist immer noch relativ groß. Ist für mich die günstigere Alternative als Enphase, aber mehr dazu könnt ihr dann, wie gesagt, ja auch in dem ausführlichen Video sehen.
Auf Position 3 dann die PNE, mein bestes Pferd im Stall, zumindest in diesem Jahr. PNE ist ähnlich wie Energiekontor ein Projektierer von Wind- und Solarparks, beziehungsweise in der Vergangenheit von sehr stark von dem Windbereich. Jetzt kommt aber immer mehr Photovoltaikprojekte dazu. PNE steigt deswegen so stark, weil sie ihre Pipeline stark ausbauen können und da auch noch ein paar sehr spannende Projekte dazu bekommen haben, aber auch, weil eine potenzielle Übernahme jetzt ins Haus steht. Morgan Stanley Infrastructures oder eine Tochter von denen haben 40% Anteile und wollen diese nun zeitnah verkaufen oder sind in Verhandlungen. Und wenn ein einzelner Spieler diese Anteile dann kaufen sollte, dann ist ein Übernahmeangebot für alle Aktionäre fällig. Und man geht davon aus, dass das dann eher im Bereich von 25 bis 30 Euro liegen könnte. Das heißt, selbst jetzt nach dieser Rallye dieses Jahr hat PNE noch das Potenzial weiter zu steigen. Deswegen bleibt sie im Depot und darf gerne noch ein bisschen wachsen. Wenn PNE dann tatsächlich von der Börse verschwinden sollte, weil es zu einer Übernahme kommt, dann würde ich das Kapital vermutlich auf andere Unternehmen in diesem Bereich wieder neu verteilen. Aber das überlege ich dann, wenn es soweit ist. Auf Position 2 die IVO Traffic Technologies. Morgen kommen die Quartalszahlen, da bin ich sehr gespannt. Auch ein Technologieunternehmen für den öffentlichen Personennahverkehr. Ist ein bisschen meine Lieblingsaktie, da bin ich ganz ehrlich, habe ich ja auch schon mal in einem Video dargestellt. Hat sich richtig schlecht entwickelt dieses Jahr. Sie ziehen aber die richtigen Schlüsse und haben ein Aktienprogramm aufgelegt und heute tatsächlich beendet. Ich hoffe ein bisschen drauf, dass sie ein weiteres auflegen, denn das ist genau das Richtige, was man als Unternehmen tun kann. Man sieht, die eigenen Aktien sind unterbewertet, also der Kurs steht unter dem eigentlichen Wert der Aktie. Das Unternehmen kauft die Aktien dann zurück. Das ist eine gute Kapitalallokation. Es könnten eben noch mehr sein. Mal schauen, ob es dazu demnächst News gibt. Und auf Position 1 die Verbio AG, Vereinigte Bioenergie, machen Biokraftstoffe, Bioethanol, Biogas. Auch dazu habe ich kürzlich ein Video gemacht. Es gab danach tatsächlich auch noch ganz interessante News, denn BP hat einen Biogashersteller aus den USA gekauft, was ein bisschen aufzeigt, was für ein Potenzial es noch insgesamt gibt in diesem Bereich. Das Unternehmen ist zwar bereits die größte Position in meinem Depot, aber ich fühle mich sehr wohl damit. Wenn es euch interessiert, dass ich einmal diesen Kauf von BP, von diesem amerikanischen Biogashersteller, mal ein bisschen genauer beleuchte und daraus ableite, welches Kursziel es für Verbio geben könnte, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann würde ich dazu ein Video machen. Dann einmal ein Blick auf die Performance des Wikifolios. Es gibt es jetzt seit Sommer 2019, das heißt in gut 3 Jahren oder fast 3,5 Jahren hat das Wikifolio eine Performance von 105%. Das macht durchschnittlich pro Jahr 23% ungefähr nach Kosten. Bei einem Vergleich mit DAX und Nasdaq sieht das Depot auch weiterhin sehr gut aus. In diesem Jahr sind wir immer noch year to date im Minus, aber für diese aktuell schwierige Lage ist das noch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe vor allem im Laufe des Jahres die eher riskanteren Positionen reduziert oder komplett aus dem Depot geschmissen und mehr auf die Werte gesetzt, die ein stabiles Geschäftsmodell haben und bereits profitabel sind. Das Schöne ist, wir sind nun wirklich weit von einem Hype für sozusagen grüne Aktien entfernt. Das stimmt mich erst recht optimistisch, dass wir da in Zukunft also noch viel Bewertungspotenziale haben. Mal ein Blick auf die Sektoren, was in diesem Jahr besonders gut und weniger gut lief. Hier einmal der Blick auf die Year-to-Date-Performance. Man sieht sofort, der Bereich erneuerbare Energien war richtig stark. Das dürfte niemanden groß überraschen. Aber auch hier sehe ich noch Potenzial, denn die Kurse sind mittlerweile ja doch auch wieder ein Stück zurückgekommen, weil es die Unsicherheit gibt bezüglich der Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Tatsächlich ist der Strompreis aber schon längst wieder auf dem Vorkrisenniveau. Deswegen ist ein bisschen die Frage, was will man denn jetzt überhaupt noch abschöpfen? Und ich glaube, man tut sich auch keinen Gefallen, wenn man den Investitionsstandort Deutschland weiter dadurch gefährdet, dass man hier diese Unsicherheiten hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich weiter verfolgen werde. Ebenfalls gut entwickelt hat sich Verbio, die größte Position im Wikifolio im Bereich Biokraftstoffe. Die ist quasi allein dafür verantwortlich, dass es hier ein ordentliches Plus gibt und der Solarsektor. Der Solarausbau weltweit geht signifikant gut voran. Das ist richtig erfreulich.
davon haben die ganzen Solarwerte profitiert. Zum Teil habe ich auch gehandelt unterjährig, sodass das Gesamtplus in dem Solarsektor sogar noch größer ist. Besonders gut war natürlich auch der Inflation Reduction Act in den USA. Dadurch hat der ganze Sektor enorm Rückenwind bekommen und die Bewertungen sind nach oben gelaufen, wie zum Beispiel bei Enphase Energy oder zuletzt eben auch bei SolarEdge. Insgesamt drei Sektoren waren dieses Jahr bis jetzt richtig enttäuschend. Zum einen der Bereich Ökofonds, also nachhaltige Investments. Man merkt einfach, die Stimmung insgesamt an der Branche ist schlecht. Davon oder dadurch hat ÖkoWorld gelitten. Es gab sogar im Oktober, war es glaube ich, den ersten Monat, wo es Nettoabflüsse aus den Fonds gab. Ebenfalls ziemlich enttäuschend war der Bereich öffentlicher Nahverkehr, also IVU und Funkwerk. Die beiden machen ja jetzt einen ordentlichen Teil meines Depots aus. Für mich eines der Themen für das nächste Jahr. Mit dem 49-Euro-Ticket bundesweit, denke ich, wird wieder deutlich mehr Fokus auf den Bereich öffentlichen Personennahverkehr gelegt. Da könnten die beiden Aktien einfach wieder viel mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gelangen. Und dann werden Investoren hoffentlich auch erkennen, dass es hier sich um zwei Perlen handelt, die noch deutlich unterbewertet sind. Zumindest meiner Meinung nach. Und der dritte Bereich, der dieses Jahr wirklich sehr enttäuschend ist, ist der Bereich energetische Sanierung, genauer gesagt die Unternehmen Steico und Stoh. Stoh und Steico leiden einfach unter der aktuellen konjunkturellen Situation. Zum einen haben wir den konjunkturellen Abschwung und zum anderen haben wir quasi einen komplett eingebrochenen Immobilienmarkt und dieser Wegfall an Neubauten ist natürlich ein Nachteil für die beiden Unternehmen. Ich glaube aber, dass dieser Sanierungsteil das ganz gut abfedern kann. Auch das, Steico, ist für mich eines der potenziellen Favoriten für 2023. Schaut man auf die nächste Spalte hier in der Tabelle, dann sieht man, dass die Performance in Q4, also seit 30. September dieses Jahres, alle Bereiche grün sind. Da sieht man einfach, die gesamte Börsenstimmung ist zurzeit wieder viel optimistischer. Da macht es natürlich auch etwas mehr Spaß, mal wieder ins Depot zu gucken. Ich bin kurzfristig optimistisch, dass wir vielleicht noch eine Weile nach oben laufen. Dann könnte es, glaube ich, schon noch mal ein bisschen holprig werden. Aber für mich das Wichtigste ist, hier die richtigen Unternehmen zu suchen. Mittel- und langfristig bin ich dann aber sowieso extrem bullisch für diesen, ich nenne es mal, Markt. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass wir CO2 reduzieren können in diese Richtung, muss sich die Gesellschaft einfach insgesamt entwickeln. Deswegen denke ich, dass dieser Markt insgesamt auch sehr gut laufen wird. Wenn man die Unternehmen dann ein bisschen besser kennt, kann man auch deutlich einfacher mal die Bewegungen handeln, sprich in den einzelnen Long-Positionen auch noch ein bisschen traden. Gerade kleinere Positionen können mal neu dazukommen und wieder verschwinden. Einige größere Positionen sind dann eher ein fester Bestandteil des Depots. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Depot? Was sind vielleicht Schwachstellen, die ihr seht? Fragen, die ihr habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Schreibt auch gerne mal rein, welche Aktien oder Unternehmen euch im Detail etwas mehr interessieren. Und dann versuche ich das irgendwie gegebenenfalls in Videos mal aufzugreifen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier reinzugucken. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wart. Gebt mal einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.